Mit dem 2. Oktober, 24 Uhr, hört nach dem Willen unseres Volkes die Deutsche Demokratische Republik auf zu bestehen, aber nicht ihre Menschen. Mit dem 2. Oktober, 24 Uhr, hört die Nationale Volksarmee auf zu bestehen, aber nicht ihre Soldaten und Zivilbeschäftigten. Hiermit entlasse ich Sie aus Ihren Verpflichtungen. Sie sind ab 3. Oktober 1990, 0 Uhr, Soldaten bzw. Zivilangestellte der Bundeswehr. Aus! An! Ab! Zur Truppenfahne! Augen! Recht! Der Kalte Krieg war tot, die deutsche Mauer gefallen. 1990 ging ein Aufatmen durch Europa. Deutschland Ost und West feiert in Freude. Doch über 100.000 Männern der Nationalen Volksarmee bringt die Hochzeitsfeier Angst vor der beschworenen gemeinsamen Zukunft. Dennoch, der Traum aller Friedensdenker scheint greifbar nah. Soldaten sollen stempeln gehen. In den Kasernen machen sich die Jungen über die Idole der Alten her. Eine Parteiarmee streckt die Waffen, gehorcht dem Willen des Volkes und wartet auf neue Befehle. Die Treue zu ihrem Staat vor, aber auch nach der Wende, endet in Fragen an die Geschichte. Und Vertrauen in die Politik unserer marxistischen linken Partei, die SED, SED, FDJ. Alte Antworten landen auf dem Müll. Doch neue Antworten verwirren. Kann der siegreiche Klassenfeind Bundeswehr wirklich zum Hoffnungsträger wachsen? Zwei feindliche Armeen aus einem Volk. Eine davon ging in die Knie. Der Feind kapitulierte in voller Rüstung und das Land erstickt im Waffenschrott. Autonome Panzerrepublik wurde im Volksmund die alte Garnisonsstadt Eggesin genannt. Rund um die Kleinstadt kaputte Panzerstraßen, Übungsplätze, eine Kasernenmauer an der anderen. Und Eggesin soll nun abrüsten. Diese Panzer der Volksarmee haben zum NATO-Oliv der Bundeswehr wechseln müssen. Die Kommandeure und auch ich, wir sind aus dem Westen. Und das wird sicherlich für die nächsten ein, zwei Jahre auch noch bleiben. Aber bereits im nächsten Jahr werden in erheblich größerem Maße als bisher Offiziere aus der ehemaligen NVA hier Dienst haben. Wir verlassen jetzt die Vorpommern-Kaserne. In der Kaserne lag zu DDR-Zeiten das Kommando der 9. Panzerdivision. Heute liegt hier die 41. Heimatschutzbrigade der Bundeswehr. Wir fahren jetzt über die Karl-Marx-Straße zum Ortskern von Eggesin. Eggesin hat etwa 9000 Einwohner. Gut die Hälfte davon ist direkt oder indirekt als Familienangehöriger mit der Bundeswehr verbunden. Im gesamten Bereich ist das Kulturangebot in jeder Hinsicht ärmlich. Ich kam hierher nach Eggesin und erlebte diese Stadt, Gott sei Dank, bei ähnlich schönem Wetter, wie wir es heute haben. Da sieht man die Stadt natürlich gerne und sie entwickelt auch einen gewissen Reiz. Die Gegend ist wunderschön. Die Tierwelt ist faszinierend. Das macht Spaß. Auf die schönen Westen,
aufgezwungener Teilung leben wir Deutschen wieder in einem Staat. Dieser Tag der deutschen Einheit ist ohne Zweifel der glücklichste Tag in der jüngeren deutschen Geschichte. Was meine Heimat ist, ich könnte es nicht mit tausend Worten sagen. Man muss sie selbst besitzen, um sie zu verstehen. Man muss sie selbst besitzen, um sie zu verstehen. Es ist das regennasse Straßenpflaster, die Militärparade auch am 1. Mai. Ich sah sie unter ihrem Stahlhelm schwitzen. Ein Jahr später war ich selbst dabei. Bei der Vermählung alter Feinde machen nicht alle mit. Hier hatte jemand seinen Karriereplan ohne die Wende gemacht und bewahrt jetzt seine alte Uniform zur Erinnerung an eine Heimat DDR, die mal war. Traum. Träume sind Wünsche des Herzens, ja. Zum Träumen komme ich zurzeit nicht. Ich muss ganz konkret, realistisch, mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Es geht um die Existenzsicherung meiner Familie. Und ohne nun ganz schwarz malen zu können, es sieht nicht gut aus. Es ist uns angeboten worden, dieses Haus zu kaufen, was wir auch getan haben. Und es hat eindeutig den Anschein, dass man uns jetzt hier raushaben will, um Platz zu machen für die Bundeswehroffiziere. Ich möchte erst mal sagen, ich mich als Verlierer fühle und als Verratener. Die Situation war ja auch nicht zu kämpfen. Es war ja niemand da, der uns angegriffen hat. Gegen wen hätte ich kämpfen sollen? Also gehöre ich doch zu den Verlierern. Und zu den Verratenen. Die Ideale, für die wir uns jahrelang eingesetzt haben, die haben sich ja im Nachhinein als trügerisch, als falsch erwiesen. Damit sind ja wichtige Jahre meines Lebens, wenn schon nicht umsonst gewesen, so doch jetzt mehr oder weniger ohne Wert. Die Mitgift wird verschrottet. Nach Jahrzehnten teurer Rüstung im Gleichgewicht des Schreckens kam die Chance des Jahrhunderts zum Umdenken. Der Preis für den Frieden? Abrüstung. In Deutschland müssen 11.000 schwere Waffen zerstört werden und 300.000 Tonnen Munition und Sprengstoffe dazu. Aber das Kampfpotenzial stammt fast nur aus dem Arsenal der DDR. Gerät und Mannschaft der neuen Bundeswehr wird halbiert. Die Vernichtung der Waffen aus dem Erbe der Volksarmee strengstens kontrolliert. Herr Späthe war einer der Monteure, die diese Panzer vor kurzem noch bei Tag und bei Nacht kampfbereit hielten. Jetzt verrecken die Ungeheuer unter seinen Händen. Er war der Meinung, es würde genügen, die Panzer irgendwie zu zerlegen. Den Turm hier, die Kanone dort. Aber nein, sie mussten die Zerlegten wieder zusammenbauen und vor den Augen der Inspekteure nach vorgeschriebenem Schnittmuster von neuem trennen. Jeder Schnitt mit dem Schweißbrenner nach Vorschrift. Thank you.
Armee war ihnen teuer. Die Menschen Ost mussten schwere Opfer für die Rüstung bringen. Aber das Geschäft der Zerstörung besorgen heute Panzerbauer aus dem Westen. Hier die Firma Hösch, woanders die Firma Diehl und der Konzern Krauss-Maffei. Die Bedrohung setzte die Maßstäbe für die Entwicklung. Der Kampfpanzer Leopard 2, der die Forderungen bezüglich Feuerkraft, Schutz, Beweglichkeit voll erfüllt. Als Generalunternehmer für die Entwicklung und Fertigung hat Krauss-Maffei in Zusammenarbeit mit Amt und Fachindustrie das Waffensystem Leopard 2 geschaffen. Nein, das ist zumindest, sage ich mal, ein Fahrzeug der Oberklasse von ein oder zwei deutschen Herstellern. Das ist auch nachweislich, nicht? Dass es der beste Kampfpanzer ist. Das Image haben wir und wir können es auch, der Nachweis ist anzutreten. Gab es da so Wettbewerbe? Ja, da gibt es Wettbewerbe und da gibt es laufend Versuche, nicht wahr? Und diese haben das bestätigt, ja. Seit den 60er Jahren baut Krauss-Maffei das Kernstück der westdeutschen Panzertruppe. Rund 7000 Kampfpanzer Marke Leopard und Flakpanzer Gepard. 1500 Firmen arbeiten für den Konzern aus München und hoffen mit ihm weiter auf gute Umsätze im Raubtierhandel. Die Bundeswehr voran, die Rüstungsindustrie im Gleichschritt hinterher, haben den Osten Deutschlands kassiert. Bezahlt aus Bonn zertrümmern die Panzerbauer von Krauss-Maffei drüben im Osten die ehemals feindliche Konkurrenz. 8 Stück am Tag. Konversion, wenn Sie von materieller Konversion sprechen, das heißt die Umgestaltung von Rüstungsgütern zu zivilen Gütern, ist sehr, sehr schwierig. Wir haben die Versuche durchgeführt, zum Beispiel Panzerfahrgestelle mit Feuerlöscheinrüstungen auszurüsten. Das haben die Ungarn mit Erfolg im Golf, in Kuwait eingesetzt. Hier kauft niemand einen umgerüsteten Panzer, der 100 Liter Benzin auf einem Kilometer verbraucht. Peace is our business, Frieden ist unser Beruf. Aber ich weiß, dass es manchen Soldaten, auch ausländischer Staaten, schwerfällt zu sehen, wie dieses durchaus noch funktionsfähige Großgerät zerstört wird. Wir hatten bei unseren ersten Inspektionen Angehörige östlicher Streitkräfte, die mit schlechterem Gerät ausgestattet sind. Und sie fragten mich mit Tränen in den Augen, können wir dieses Gerät nicht kaufen? Den Soldaten kamen die Tränen. Sie können nicht umdenken. Nicht nur in Eggesin, aber hier ganz besonders kriegten mit der deutschen Wende auch Lebensläufe einen Knick. Ja, wir waren ja auch überzeugt von der Sache. Ja. Man ist ja in diesem Staat hier groß geworden, wurde hineingeboren, ja, und ist aufgewachsen. Das ist in meinem speziellen Fall und man hat ja nicht anders gekannt. Ja. Zum Schluss war ich Polizeistellvertreter im Nachrichtenbataillon der Nationalen Volksarmee, Dienstgrad Major. Für uns war keine Verwendungsmöglichkeit mehr und deswegen wurde ich entlassen. Aus Heinz. NVA. Heinz, komm mal her. Trinkst du ein Bier mit oder was, Fix? Wer nichts wird, wird Wirt. Sie hatten nur Soldat gelernt und machten also eine Kneipe auf in Eggesin. Vor und hinter dem Tresen ein kleiner Stab der ehemaligen NVA. Der Wirt hat den Major zum Koch gemacht und bedient die Westbesucher aus der Kaserne nebenan. Alles gut. Alles klar? Verbittert hinter seinem Bier, arbeitslos seit 2 Jahren, hofft der ehemalige Kampfgenosse Ingolf Hartelmeier auf eine Stelle als Tankwart im Nachbarort. Ja, ich soll aber den Kopf nicht hängen lassen. Ja, das war jetzt die 96. Ich war Major der NVA gewesen.
wäre dran gewesen mit der Beförderung zum Oberstleutnant. Aber dann kam die Wende, die Bundeswehr kam und ich hatte dann darüber nachgedacht, wie das alles weitergehen soll. Und die Ereignisse alle selbst mit durchlebt. Und ich hatte von mir aus den Entschluss dann gefasst, die Streitkräfte zu verlassen. Für mich war einfach kein Platz mehr und ich habe gesagt, Lutz, hier gehst du und machst irgendwas anderes. Was ich mache, wusste ich noch nicht, aber ich wusste erstmal, das kannst du nicht machen. Und dann bin ich gegangen. Es gab solche Situationen, dass Leute, ich sag mal, total verzweifelt waren, weil sie mit dem, was sie jetzt unmittelbar erlebten und was auf sie zukommt, sie überhaupt nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Die ganz einfach auf den Stuhl gesessen haben, den Kopf in die Hände gelegt, haben geheult, haben geschlossen. Die wussten nicht eine, aber sie wussten nicht, wie geht das weiter. Und ich sag mal, es sind nicht wenige von denen, die heute genau nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die ganz einfach irgendwo im Aus stehen, weil sie ganz einfach, sie finden ganz einfach keinen Platz. Drei Wochen vor der Wiedervereinigung war in der Tat Bundeswehr bereits hier. Was haben die gemacht? Die haben eigentlich nichts anderes getan, als sich vor Ort über Räumlichkeiten, aber auch über handelnde Personen zu informieren. Die entscheidende Grundlage war für alle Offiziere die Abfrage bei der GAUK-Behörde wegen möglicher Zuarbeit für den Staatssicherheitsdienst und ein Ausschuss, der über jeden einzelnen Offizier, der Berufssoldat werden möchte, ein Urteil abzugeben hatte. Die Sieger richten und von drei Offizieren der Volksarmee erhalten zwei Berufsverbot. Auf einige der Parteisoldaten will die Bundeswehr aber nicht verzichten. Ich war Angehöriger der Nationalen Volksarmee, trug diese Uniform nahezu 20 Jahre. Mein letzter Dienstgrad war Oberstleutnant und ich war mit der psychologischen Verteidigung befasst. Das ist das erste Foto, als ich als 20-jähriger Offiziersschüler in die Offiziershochschule Löbau einrückte. Das erste größere Erlebnis war natürlich der Tag der Vereidigung, wo ich also als 20-Jähriger geschworen habe, der Deutschen Demokratischen Republik allzeit treu zu dienen. Und ich denke doch, dass ich das auch bis zum letzten Tag, bis zur Entbindung des Eides getan habe. Und ich hatte die Ehre oder das besondere Vergnügen, zweimal bei einer Parade zum 7. Oktober an der Partei- und Staatsführung vorbei zu marschieren. Wir haben das System gestützt. Ich habe mich also voll und ganz diesem System angeschlossen. Ich bin am 3.10. beauftragt worden, die ehemalige NVA zu übernehmen und aufzulösen. Und dieses war für mich ein besonderes Erlebnis deswegen. Ich ging in die Kaserne, wurde von Soldaten in NVA-Uniform ordnungsgemäß kontrolliert. Und als ich nach Mitternacht die Kaserne verließ, waren die gleichen Soldaten in Bundeswehruniform da. Sie meldeten mir, Herr General, keine besonderen Vorkommnisse. Sie haben also akzeptiert, dass ich auf einmal Ihr oberster Vorgesetzter war. Für mich war dies der Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn. Ich erwarte von den ehemaligen Angehörigen der NVA, die mit mir als Soldaten der Bundeswehr der gleichen Aufgabe dienen und daher die gleiche Uniform tragen, dass sie die ihnen übertragenen Pflichten gewissenhaft erfüllen. Ich erwarte, dass sie bereit sind, das Grundgesetz und das Wehrrecht unserer Bundesrepublik Deutschland zur Grundlage ihres Handelns zu machen. Aus Teilen der von der SED aufgebauten und im Geiste des Klassenkampfes erzogenen Armee sollen Truppenteile der Bundeswehr werden. Jene Armee also, die einst als der Gegner und Klassenfeind gesehen werden sollte. Wir dienen der gemeinsamen Sache der Zukunft Deutschlands. NVA wegtreten. Mancher verdrängt die alten Feindbilder und kommt wieder in der Uniform der einstigen Gegner. Es wurde ein Krieg von Seiten der Bundeswehr gewonnen, ohne einen Schuss abzugeben. So drastisch habe ich das damals nicht empfunden, obwohl es doch innerlich mir auch wehgetan hat, zu merken, dass alles, wofür man gedient hat, im Prinzip den Berg runtergeht.
Er will vergessen, hat sich verkleidet und hofft auf die Zukunft in den Armen der Sieger. Er will Demokratie lernen. Mancher von ihnen hatte in wenigen Monaten dreimal geschworen. Auf die alte DDR, die neue DDR und dann auf den Klassenfeind von gestern. Sie wollen Soldaten bleiben und doch nicht als Überläufer gelten. Wir haben uns, und das spreche ich sicherlich auch im Namen vieler meiner ehemaligen Kameraden, uns im Vorfeld sehr intensiv mit der Problematik befasst. Ziehen wir diese Uniform an? Und das war ja kein leichter Weg gewesen. Hätte man sich das leicht gemacht, wäre man Söldner gewesen zum Beispiel. Die Uniformen wechseln wie das Hemd. Wir haben uns das schon schwierig gemacht, die Uniform meines ehemaligen Gegners anzuziehen. Sind wir nicht eigentlich alle bis zum Schluss für Rote gehalten worden? Auch die, die sich nur ganz schnell gewendet haben, die nur ganz schnell die ganz schnell kehrt gemacht haben. Ja? Den glaubt man dort auch nicht so richtig. Die haben doch auch bis 5:12 treu und brav der anderen Seite geschworen. Es war eindeutig zu spüren, dass einige, nicht alle, derjenigen, die die Bundeswehruniform angezogen haben, nun betont den Schnitt gemacht hatten. Und so gibt es etliche, die nicht mehr gewusst haben, dass wir mehrere Jahre zusammen gearbeitet haben. Na, guten Tag noch so über die Straße, ja. Aber bloß nicht, dass irgendwie der Eindruck erscheint, man hätte noch mit dem von damals noch Kontakt. Und der war ja vielleicht doch noch viel roter, als man selber gewesen ist. Ja. Die Übernahme war generalstabsmäßig vorbereitet. General Schönbohm war mit 2000 Offizieren West einmarschiert. Er traf auf 20.000 Offiziere Ost. Sie haben kapituliert. In den letzten Stunden der Volksarmee wird ein Bunker zum Partykeller. Für kurze Zeit nur. Abschied vom Soldatenleben. Sie haben nichts mehr zu verlieren und versuchen es mit Humor. Nach dem Einigungsvertrag gingen bei den Regimentern der NVA täglich 10 Entlassungsgesuche ein. Den einen lockte die schnelle Mark, der andere mochte das Hemd nicht wechseln. Fast alle hatten fest und eisern zum Sozialismus gestanden, den Aufstand gegen die alten Herren in Berlin allenfalls im Kopf durchgespielt. Jetzt fühlen sie sich verraten. Sind Ihnen aus dieser Zeit Selbstmordversuche in der Nationalen Volksarmee bekannt? Nein, also mir ist, wir haben ja ein Meldesystem, wo solche Selbstmorde als besonders Vorkommnis gemeldet werden. Und mir sind in der Zeit keine Fälle bekannt geworden, wo Angehörige noch im Dienst der Bundeswehr Selbstmord gemacht haben. Also Admiral Kutschebauch zum Beispiel, nicht? Der gab zweifachen Selbstmordversuch gemacht. Also ein Mann, der verantwortlich war für diese... Gesellschaft für Sport und Technik? Ja. Ja. Also, wie gesagt, über diejenigen, die ausgeschieden sind und danach Selbstmord gemacht haben, habe ich keine Zahlen. Es hat allerdings Selbstmorde gegeben nach Beendigung des Dienstverhältnisses und nach Ausscheiden. Da sind mir 1-2 Fälle bekannt. Achtung! Die Linie angetreten! Marsch, marsch! Jeder Mann muss mit seiner eigenen Vergangenheit fertig werden. Unsere Aufgabe ist es, die Zukunft zu gestalten. Ich habe daraufhin persönlich viele Gespräche mit Bischöfen geführt, mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Einer der Bischöfe sagte mir, als ich zu ihm kam, sinngemäß, Herr General, Sie sind hier, was wollen Sie von mir? Ich sagte dann, Herr Bischof, ich bin der Chef einer atheistischen Armee, 10-15% der Soldaten sind getauft. Ich biete Ihnen diese Armee sozusagen zur Missionierung an. Der Bundesrepublik Deutschland, treu zu dienen. Treu zu dienen. Und das Recht. Und das Recht. Und die Freiheit des deutschen Volkes.
und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Tapfer zu verteidigen. In den ersten Jahren meiner Offizierslaufbahn habe ich hier selbst an diesem Ort als Fachlehrer, Zugführer gearbeitet, habe junge Unteroffiziersschüler ausgebildet. Hier sehen wir klar erkennbar Ausbildungsmodelle, Lehrtafeln, wo den jungen Unteroffiziersschülern hier klar gemacht wurde, wie diese moderne Panzertechnik zu bedienen ist. Und wir waren auch hier, glaube ich, die modernste Ausbildungseinrichtung der ehemaligen Nationalen Volksarmee. Ich muss natürlich sagen, wenn ich das hier so sehe, denn 13 Jahre insgesamt hier an diesem Ort und dann das heute hier zu sehen, tja, das ist schwer, das ist irgendwo schwer zu sagen, weil es im ersten Augenblick gar nicht zu erfassen ist. Aber unterm Strich dokumentiert es an und für sich nur das, was sich gesamtgesellschaftlich vollzogen hat. Im Spreewerk Lücken laufen die Maschinen rückwärts. Tag für Tag rollte hier eine 500.000 Schuss Munition vom Band. Heute machen die Facharbeiter von 1 täglich die dreifache Menge unschädlich. Die alte Belegschaft ist geschrumpft und die letzten 300 fürchten auch um ihre Arbeit. An das Ende des Jahres 93 denken die Arbeiterinnen mit Schrecken. So wie andere Brotbacken hatten sie früher in Präzisionsarbeit Milliarden todbringender Patronen produziert. Das Herzstellen war vielleicht sinnlos, aber das finde ich jetzt nicht sinnlos, kaputt zu machen. Für mich war das Einzige, dass ich eben eine Arbeit habe. Über was anderes habe ich nicht nachgedacht. Ja, jede Pflanze hat auch aufgerüstet, wir waren eigentlich das einzige Land. Naja, und für diese Leute müssen wir auch mithalten. Ich meine, die hätten uns ja auch überfallen können und dann wären wir überhaupt. Ich meine, dazu war eben die Armee da und dazu war eben das Zeug da, was wir ja produziert haben. Ich kann nur sagen, wie ich damals gearbeitet habe hier, habe ich mir gefragt, jetzt stellt man sie her und früher wird, und später wird man vielleicht selber damit erschossen. Das hat man sich eher gedacht. 1000 Schuss pro DDR-Bürger wurden in den Depots der Volksarmee gebunkert. Parteichef Honecker wurde nicht müde zu mahnen, wir halten das Pulver trocken, auch wenn der Klassenfeind noch so sehr darauf spekuliert, es wird ihm nicht gelingen, den Sozialismus durch Wettrüsten in die Knie zu zwingen. Ich war Politoffizier der NVA. Wir waren also verantwortlich für die Ausbildung von Einheiten, die versucht hätten, den Gegner psychologisch zu beeinflussen, so dass er seinen militärischen Auftrag nicht mehr hundertprozentig erfüllen konnte. Hier wurde geübt, die erste Verteidigungsoperation zu Beginn eines möglichen Krieges. Hier hat also Erich Honecker mit seinen Genossen die letzte erbitterte Schlacht zwischen Imperialismus und Sozialismus durchgespielt. Ich selbst habe als Offizier der ehemaligen Nationalen Volksarmee, ich war damals Oberstleutnant, zweimal an solcher Ausbildung hier teilgenommen.
Und für uns war eindeutig klar, der Feind kommt aus dem Westen. So viel den Bundeswehrsoldaten wohl eindeutig klar war, dass der Feind aus dem Osten kam. Und wir werden den Imperialismus auf seinem Territorium ein für alle Male zerschlagen. Das war also noch inmitten des Kalten Krieges. Die Flugabwehr, General, schützt mit Kriegsspiele. Mit tödlichem Ernst und teuerstem Material hatten die beiden deutschen Armeen den Frieden und ihre Bürger jeweils gegen die andere deutsche Armee geschützt. Im Westen wurde das Trauma genährt, der Warschauer Pakt würde angreifen, wann immer die NATO Schwäche zeigt. Im Osten die Angst vor einer technologisch überlegenen NATO gehegt. Aufrüstung, Hochrüstung und Nachrüstung auf beiden Seiten. Hatten Sie mal das Gefühl, real bedroht zu sein vom Westen? Ja, das Gefühl hatte ich jährlich gehabt. Und zwar vor allen Dingen im Verlaufe der Herbstmanöver, als also merklich mehr Truppen herangeführt wurden an unmittelbare Nähe der Grenze, so dass man entsprechend unseres Verständnisses und unserer Erziehung auch damit rechnen konnte, dass aufgrund einer Übungslage heraus ein Krieg begonnen werden kann. Bei uns herrschte hier erhöhte Bereitschaft und haben auch im Wald hier gewohnt und wurden nochmal die, dabei hätte ich gesagt, nochmal die Kaderakten durchgesucht, wer denn, wenn es losgeht, auch wirklich stehen würde und auf wen man sich nicht so verlassen könnte. Wir haben auf unserer Seite die NATO-Manöver auf Karte mitgeführt, Schritt für Schritt. Stand 18 Uhr. War, die waren da, die waren da, die haben dort verteidigt, eingetragen auf der Karte. Sag, das musste dann schon straff durchorientiert sein, um eben innerhalb von anderthalb Stunden die Kaserne zu verlassen. Ich meine, es ist jetzt kein großes Geheimnis mehr, dass es immer darum ging, wenn der Schlag geführt wird, muss am Rhein Halt gemacht werden, um nicht zum totalen Einsatz von Kernwaffen zu kommen oder ob man durch kann. Und ob es nun 14 Tage oder 3 Wochen dauert, bis dorthin. Ja, also dieses Kriegsszenario gab es. Unmittelbar dazu gehört, dass man Kriegsgeld gedruckt hatte, um den besetzten Gebieten eine eigene Währung ausgeben zu können. In Strausberg, also im Ministerium, gab es einen, wir haben ihn genannt, Ordenskeller, in dem sogenannte Blücherorden verfügbar waren, in verschiedenen Stufen, die spätestens nach Erreichen des Rheines an die Soldaten ausgegeben worden wären. Und es gab die Feldmarschall-Dienstgradabzeichen für den früheren Armeegeneral Hoffmann, als er noch Verteidigungsminister war. Ich hatte sehr viel Angst vor dem Krieg gehabt, vor allen Dingen mit wachsender Dienststellung nach dem Studium an der Militärakademie, wo man sich mit den Möglichkeiten eines bewaffneten Krieges, egal ob mit Massenvernichtungsmitteln oder eben nur ein in Anführungsstrichen kleiner, begrenzter Krieg befasst hat, dass man also wusste, dass vor allen Dingen die eigene Familie, die unmittelbar im Kampfgebiet ja gewohnt hätte und gelebt hätte, sehr davon betroffen war. Obwohl man diese Gespräche in der Familie, so war es bei mir, oftmals auch unterdrückt hat. In der Hoffnung, dass es nicht passiert und um vor allen Dingen auch keine Panik auszulösen. Immer bereit. Die Bedrohung durch den Feind rechtfertigte, auch wieder besseres Wissen, alle Opfer im armen Teil Deutschlands. Die Kasernen ständig voll besetzt, die Fahrzeuge betankt und die Waffen im Anschlag, selbst an Wochenenden und Weihnachten. Auch die Menschen waren nur Spielmaterial im Kalten Krieg.
das Ende einer Luftwaffe. Doch die stolzen Vögel von einst sind nicht alle Schrott. Heute noch verbreiten sie auf dem Balkan Tod und Schrecken. Mit Präzision, Herz und Verstand hatten die Rüstungsarbeiter die MiG-Jäger und Bomber einst gepflegt. Jetzt zerstören sie 120 der eigenen Hetschel-Kinder. So wurde uns das hier erzählt, dass also ein Flugzeug viel wichtiger ist als wie vielleicht ein Soldat. Denn das Flugzeug hat ja einen höheren Kampfwert wie ein einzelner Soldat. Ich habe die ganzen Jahre seit 1963 an den MiG-17 gearbeitet und 1967 kamen dann die ersten MiG-21. Und seit dem Tage habe ich jetzt die ganzen Jahre an der MiG gearbeitet. Ein Wermutstropfen ist natürlich, dass die Abrüstung jetzt nur auf der einen Seite stattfindet. Das ist für mich der einzige Wermutstropfen. Ich würde sagen, wenn hier 20 Phantomen stehen würden, das würde mich natürlich noch ein bisschen mehr beflügeln. Dass wir nicht nur unser MiG abrüsten, sondern auch mal von der anderen Seite tun. Ihr Arbeitgeber ist heute ein Rüstungskonzern aus München. Auch Herr Miksch arbeitet für den Feind von gestern, macht Feinschrott aus den Todesengeln der russischen Freunde. Doch eine Vogelart bleibt verschont. Moderner als alles, was die Bundeswehr besitzt, wurde die MiG-29 zum begehrten Beutegut. Das war die erste Aufgabe, die ich in der Bundeswehr übernommen habe, die Kampftechnik zu fotografieren, die also die NVA in die deutsche Einheit eingebracht hat. Hier haben wir ein Waffensystem, das das Glück hatte, übernommen zu werden in die Bundeswehr, weil ja viele Politiker immer gesagt haben, wir sind bedroht von der MiG-29, aber nun fliegt sie auch mit Balkenkreuz. Ich habe aufgrund meiner Funktion sehr oft zu tun gehabt mit Betreuung von Gästen, beziehungsweise ich habe auch viele Gruppen der Bundeswehr oder der Alliierten ausgebildet am Gerät des ehemaligen Warschauer Vertrages. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich die Uniform der Bundeswehr anziehe, muss ich natürlich auch den Alliierten achten und mit ihnen zusammenarbeiten. So wie ich das vielleicht früher auch gemacht habe mit einem sowjetischen Offizier. Uniformwechsel für die MiG-29. Die Sieger haben sich eine Perle rausgepickt. Sorgfältig werden die Spuren der eigenen Vergangenheit übertüncht. Innen und außen auf NATO-Standard umfrisiert, fliegt sie nun in Sachen West. Ja, so ein Jagdflugzeug ist schon ein fürchterliches Instrument, eine fürchterliche Waffe in der Hand. Man sollte sich sehr wohl Gedanken darüber machen, was man damit macht. Und ich bin der Meinung, wir Deutschen, wir sollten ja darauf achten, jetzt, dass nicht wieder Unfug damit getrieben wird. Ich würde sagen, lieber zu stören. Denn wenn wir die an jemanden verkaufen, an Drittländer, wissen wir später, was mit den Flugzeugen passiert, ob die nicht eventuell weiterverkauft werden. Hundert Millionen Schuss Munition und eine Viertelmillion Sturmgewehre aus den Bunkern der NVA. Dem NATO-Partner Türkei ist die Waffenhilfe willkommen. Selbst wenn sie auf eine Umrüstung seiner Streitkräfte vom NATO-Kaliber auf den Standard des Warschauer Paktes hinausläuft. Gut genug für den Krieg gegen die kurdische Autonomiebewegung. Als wir diese ganzen Waffen gesehen haben, haben wir Angst bekommen, weil diese Waffen gibt es in der Türkei nicht. Was sind das für Panzer? Diese achträdrigen Panzer, die haben die Deutschen gegeben. Sowas haben die Türken ja selbst gar nicht. Müssen uns diese Ungläubigen sowas noch antun? »300 Schützenpanzer aus den Beständen der Nationalen Volksarmee, Waffen im Wert von insgesamt 2 Milliarden Mark, gab Deutschland an die Türkei. Durch Verkauf der NVA-Waffen rückte die Bundesrepublik auf in das Dreigestirn der weltgrößten Waffenexporteure. Daheim, im Osten Deutschlands,
wartet noch ein gewaltiges Tötungspotenzial auf seine Vernichtung. Der größte Rüstungsbetrieb im Osten gehört jetzt einer Westfirma. Raketen aller Art werden hier zerstört. Aus Treibstoff wird Dünger. Die umweltgerechte Entsorgung ist ein technisches Problem. Aber die Buckwerke aus Bayern bringen ihr Wissen aus der Munitionstechnik mit. Der Frieden im Osten bescherte den Waffenschmieden im Westen neue Geschäfte. Die Verschrottungsexperten aus unseren Rüstungsbetrieben haben sich über die Paradestücke der alten Feinde im Osten hergemacht. Hier wurden früher Panzerabwehrraketen mit dem prophetischen Namen Konkurs gebaut. Die Techniker von einst sind heute froh um jeden Job. Manchmal wird auch ein Ingenieur zum Hausmeister im Raketenmuseum. Durch diesen Beschluss des Ministers Eppelmann auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, also keinerlei Rüstungsproduktion mehr zu dulden, dort waren wir praktisch auch in diesem Betrieb dann, na, man kann sagen, arbeitslos. Das hat mir selber erstmal doch einen ganz schönen Knacks versetzt. Ich habe also in dieser Zeit rund 8 Kilo abgenommen, um, ehe ich das erstmal verkraftet habe, von einem Tag auf den anderen, also praktisch ohne Tätigkeit. Dass Konversion nur bei uns hier, also praktisch auf der Verliererseite betrieben wird, es sieht natürlich sehr danach aus. Also und wer hier sesshaft ist oder sesshaft bleiben möchte, der übernimmt erstmal jede Aufgabe. Ich bin ja Ingenieur für Raketenwaffen. Ich mache jetzt eine andere Tätigkeit. Und so denken eigentlich die meisten Leute, also hochqualifizierte Facharbeiter, die bis auf ein paar tausendstel Millimeter genau arbeiten mussten, die jetzt Betten montieren. Herr Kelm, was haben Sie hier früher gearbeitet? Ich war früher hier als Meister tätig. Wo? In der Raketenproduktion. Das war Panzerabwehrlenkraketen. Jetzt bin ich beschäftigt als Vorarbeiter in der Bettenproduktion. Und ich bin natürlich mit dieser Tätigkeit, wie ich sie jetzt hier ausführe, bin ich nicht gefordert, entsprechend meiner Qualifikation nicht. Und also ich möchte mir schon mal noch eine andere Perspektive ausmalen. Also ich bin, persönlich bin ich bestürzt darüber, wie schwach man doch noch ist. Pyrotechniker West lassen sich Konversion mit Aufschwung Ost bezahlen. Die Treuhand, das Land Brandenburg und der Bund ließen sich melken. Und schon stehen die Sprengmeister West als Friedensengel Ost da. Wir haben in Ostdeutschland gegenwärtig, glaube ich, gute Ansätze, um erfolgreiche Unternehmen in die Konversion zu bringen, beziehungsweise um mit ihnen in die Konversion zu gehen. Und das, was Sie hier sehen, dieses Bett, ist, glaube ich, sichtbarster Ausdruck von Konversion. Die Pinor haben nach Einstellung der wehrtechnischen Fertigung es versucht, in 17 neuen Geschäftsfeldern Fuß zu fassen. Eines davon war die Medizintechnik. Und ich sage mal, den Porsche unserer Bettenproduktion, den sehen Sie hinter mir. Die Firma Buck, der dem Standort gehört, ist heute noch Marktführer im Bereich der Bundeswehr und der NATO in der Herstellung von Tarnsätzen für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge. Buck bekennt sich zur Wehrtechnik und Buck wird Wehrtechnik produzieren, solange Chancen am Markt dafür da sind und der Bedarf besteht. Das sind so Erinnerungen, die wahrscheinlich für mich auch lange nachwirken werden, im Leopard 2 einmal mitzufahren. Also das war ein Testlauf für die Schule der Nation, das war ein Schongang, ja? Also ich bedauere diese nun 2 Jahre Bundeswehr nicht, da ich hier gelernt habe,
dass ich auch im neuen System bestehen kann, dass ich mich nicht verstecken brauche. Glauben Sie eigentlich, dass Konversion eine Sache ist, die immer die Verlierer nur machen? Bei weitem nicht. Wenn man sieht, dass die Bundeswehr insgesamt ja auf 370.000 Mann abspecken muss, dass diese Zahl wahrscheinlich nicht die letzte ist, die erreicht werden muss, kann man daraus sehen, dass die Konversion insgesamt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist für Ost und West. Ja, in dieser Halle werden unsere Kampfpanzer endgeprüft. Früher waren es mal 25 Kampfpanzer im Monat. Zurzeit sind es Neubau plus Instandsetzung etwa 5 Panzer im Monat. Das heißt also, wir sind auf eine Kapazität ungefähr von 20% zurückgegangen. Wie hat sich der Anteil entwickelt bei Ihnen von Zivilen und Verteidigung? Die obere grüne Säule ist das wehrtechnische Geschäft. Das betrug 1986 noch etwa 85% des Gesamtumsatzes und ist auf ungefähr ein Drittel zurückgegangen. Ja, das Wort Konversion ist natürlich ein sehr strapaziertes. Zu sagen, dort, wo ich bisher Panzer gebaut habe, baue ich jetzt Kühlschränke, das halte ich für eine absolute Illusion. Weil man muss versuchen, ableitend neue Produkte zu entwickeln. Das Ende des Kalten Krieges stürzte auch die Panzerbauer in die Krise. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in der Wehrtechnik mussten für die zivile Produktion umgerüstet werden. Krauss-Maffei ist jetzt auf dem Weltmarkt führend bei Maschinen zur Herstellung von CDs. Die Firma baute schon Panzer für die Wehrmacht und machte sich für die Bundeswehr unentbehrlich. Nach dem erfolgreichen Tiger aus dem letzten Krieg, Leopard, Gepard und bald auch Puma. Aber jetzt lassen neue Aufträge auf sich warten. Bricht in der Waffenschmiede der Frieden aus? Das heißt, Sie haben eigentlich aufgegeben. Absolut nein, wir bleiben in der Wehrtechnik. Wir haben längst überhaupt nicht aufgegeben. Wir sind nur realistisch genug, um zu sagen, dieser Prozess, der seit Jahren eingeleitet ist, dem haben wir uns, soweit wir es konnten, entsprechend angepasst. Man darf nicht vergessen, eine solch Hochtechnologie, die kann man nicht an- und abschalten. Aber wir wissen, und wir haben die Aussagen ja nun vom Bundesverteidigungsministerium, dass man eine gesunde und auch, sagen wir mal, im Kern kräftige Wehrindustrie erhalten will. Die Industrie droht nach Bonn mit Massenentlassungen und hofft auf neue Waffengenerationen. Derweil rollen ihre Panzer im NATO-Oliv in die neuen Standorte hinter die Elbe. Den Brüdern im Osten hat man Konversion verordnet. Man überlässt den Verlierern das Umdenken. Die Integration der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr hat ab 3. Oktober 1990 sehr gut geklappt. Jetzt greift jedoch die zentrale Personalbearbeitung und die Überprüfung durch den militärischen Abschirmdienst. Und dort tauchen viele Sicherheitsrisiken auf, viele problematische Punkte, die uns vorher nicht bewusst waren. Und darum kommt es jetzt zu überraschend vielen Entlassungen, die sich so wie heute summieren. Jetzt sind diese Entscheidungen gefallen. Und zwar sehe ich mich heute gezwungen, 10 Angehörige der Außenstelle zu verabschieden. Ich möchte als Ersten verabschieden den Major Herrmann. Major Herrmann war seit 3.10.1990 als Rüstungskontrollstabsoffizier bei uns eingesetzt, wobei er unendlich Wertvolles leistete. Herrmann, nochmal meinen persönlichen herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Hofes. Alles Gute. Bitte sehr.
Danke. Vieles erinnert im Zuge der gesamten Übernahme daran, nach dem Prinzip Mohr, du hast deine Schuldigkeit getan, jetzt kannst du gehen. Sicherlich als Oberstleutnant, denn vielleicht noch bei der psychologischen Verteidigung, da kann man Vorbehalte haben. Aber ich bin sogar überprüft worden und als verfassungstreu eingestuft worden, also dass man mir durchaus trauen kann. Na gut, ich lerne ja noch die Demokratie. Ja, die Plüsch. Es Besteck, es ist schon. Dose Brotaufstrich. Die Rekruten nebenan sind froh, aber Major Herrmann will den Kriegsdienst nicht lassen. Er bleibt sich treu und wird enttäuscht. Auf jeden Fall empfinde ich das als sonderbar, dass ein General der ehemaligen Wehrmacht es erlaubt wurde, als General weiter zu dienen. Ihm wurde bescheinigt, dass er umdenken kann, dass er loyal ist, obwohl er meines Wissens auch auf einen Führer geschworen hat und uns heute vorwirft, wir haben auf eine Partei geschworen und wir sind nicht reformwürdig. Die Gewinner im Westen adoptierten nur jeden Zehnten aus der Feindarmee. Er war schließlich doch nicht dabei. Alle Mühe, alles Umdenken und Mitmarschieren scheinen jetzt vergebens. Die Bundeswehr ist natürlich angetreten, um zu beweisen, dass sie die demokratische Armee ist. Aber ich habe gemerkt, dass diese Herren auch noch Nachholbedarf haben. Kameraden, die hier in den Osten gegangen sind. Sie kamen oftmals mit ganz anderen Vorstellungen hier in den Osten und waren erstaunt, dass wir auch mit Löffel und Gabel essen. Und ich musste auch mal einem Oberst der Bundeswehr erklären, dass wir in der NVA auch lesen und schreiben konnten. Der Weg zu dem einen Heer, dieser Weg ist begonnen, aber zwei Drittel des Weges bleiben noch zu gehen. Von beiden Seiten bedurfte es das Herz über den Zaun werfen, um hier gemeinsam zu sein. Heute kann ich sagen, es ist in vollem Umfang geglückt. Wir hatten Spaß und das war Hauptzweck. Ja, die Stadt Eggesin ist ein schönes, kleines Städtchen, ein Garnisonsstädtchen. Nach meinem Wissen ist schon, seit Menschengedenken hier militärische Ausbildung gemacht worden. Zur Zeit der Wende wurden die Zäune niedergerissen, die Schilder, Vorsicht betreten, Schusswaffengebrauch wurden entfernt. Und dann war erstmal eine ganze Weile eitel Freude, Sonnenschein. Und dann kam der Moment, wo der große Hubschrauber genau über mein Haus drüber wegflog und ich mich erkundigte, was denn da nur gewesen sei. Und dann sagte er mir, Herr Stoltenberg war da gewesen. Und wenig später wurde alles mehr oder weniger rückgängig gemacht. Die Schilder tauchten wieder auf. Es tauchten wieder die Verbotszeiten auf. Man durfte nicht betreten. Man durfte sich nicht annähern. Vorsicht, Schusswaffengebrauch. Und an sich, für den Bürger war alles wieder wie vorher. Marsch! Gerade! Rechts! Um! Marsch! Links! Vor! Drei! Vier! Links schwimmen!